mein Gott, oh mein Gott, da ist der Trailer zu Avengers 4. Dann habt ihr Scheiße gehört. Ja, wenn ihr nämlich das jetzt hört, dass es einen Teaser-Trailer schon zu Avengers 4 gibt, dann ist das gequirlte Scheiße, weil es gibt nämlich noch keinen Teaser-Trailer, nicht mal eine Ankündigung, wann er kommen könnte. Und man vermutet ja November 2018, wie letztes Jahr auch der Avengers 3-Trailer rauskam. Aber ich erzähle mal, warum das einfach so ist. Viele erzählen ja schon, dass auf der Cine Europe 2018, die war ja in Barcelona vor kurzem gewesen, dass da wohl schon ein Teaser-Trailer zu Avengers 4 lief. Das ist Blödsinn. Da gibt es ja so ein paar YouTuber, wie deutsche YouTuber, die diesen Comic-Bereich aktiv sind. Leider ist das einfach schlecht recherchiert, das ist auch wirklich nicht wahr. Wenn man mal vernünftige Quellen folgt, wie comicbook.com, thehollywoodreporter.com oder comicsoon.net, dann kann das nicht passieren. Und man muss auch nicht Clickbait-Scheiße hier um die Ohren hauen, weil man kann ja auch einfach sagen, wann kommt der Trailer? Erste Set-Fotos zu Spider-Man, das ist alles nämlich wirklich wahrer Krams und nicht einfach ein Video, um Klicks zu generieren. Ich hasse sowas, tut mir leid, ne? Wenn ich auch vielleicht ein bisschen polarisiere, gerade so ein bisschen, aber ich hasse sowas. Ihr vielleicht auch wahrscheinlich, weil wer mag es nicht so wie beim Moviepilot, da geht es um den ganzen Titel überhaupt gar nicht, was in den Titel steht. Einfach nur Scheiße, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, aber jetzt geht's mal hier los. Kevin Feige ist ja der Marvel Studios Präsident, ne, und ihr wisst ja, er hat erstmal tiefe Einblicke zeigen lassen in den vierten Teil des geilen Marvel-Universums Abenteuer. Und viele waren wohl überrascht, wann wir das sehen werden. Das ist die Frage, hat er nicht verraten. Klar, das ist ja natürlich Promotion, ne? Die wollen das so lange hinauszögern, mit dem Titel genau das gleiche. Das hat er alles HollywoodReporter.com gesagt. Also kann es noch keinen Teaser-Trailer geben. Dazu aber auch noch, habe ich bei GamesRadar.com auch nochmal nachgelesen, dass angedeutet wurde, dass bei San Diego Comic-Con 2018 wurde es auch eine klare Absage erteilt. Also, wo man ja wirklich denkt, da kommen die Teaser-Trailer oder die Trailer überhaupt, gibt's dieses Jahr keinen Trailer. Genau das gleiche wie bei Avengers 3. Also wiederholt sich das in der Art alles. Deswegen munkelt man auf jeden Fall die Theorie, dass im November 2018 endlich der Trailer rauskommt. Ich bin gespannt. Ich bin auch wirklich gespannt. Ich kenne nur diese Set-Fotos, wo man ja sehr viel munkelt. Deswegen werden wir nochmal die Tage oder eine Woche mal einfach ein Theorievideo machen, nochmal über diesen ganzen Krams, was rausgekommen ist. Ja, bei Spider-Man 2 wurde jetzt ja vor kurzem durch Tom Holland, das ist ja der Charakter des Spider-Mans, erstmal gespoilert, er ist ja der Spoiler-King in den USA, was der Titel ist. Der Titel wird ja Far From Home heißen und man hat jetzt erste Set-Fotos gesehen. Ja, Leute, erste Set-Fotos, es ist eine Baustelle, man sieht ein paar Schilder und so weiter. Und da sieht man natürlich jetzt da mal den Tom Holland gespielten Spider-Man. Angeblich soll Far From Home ein paar Minuten nach dem Kampf durch Avengers 4 später laufen, also gleich danach. Also er wird ein bisschen frischer Holz sein, wie man es auf den Bildern auch sehen kann. Und es wurde abgesperrt und da sieht man noch ein Schild, wo da steht, dass da halt gefilmt wird. Und es wurde aber auch nochmal ein anderes Set-Foto gesichtet, das habe ich auch nochmal rausbekommen. Wie gesagt, die ganzen Quellen stehen alle drin in der Videobeschreibung, wenn ihr mir das nicht glaubt und so weiter, guckt da mal gerne rein. Aber es ist ein alter Bekannter aus Homecoming da wieder dabei. Einmal der aus dem einen Markt, der Charakter, der ist da wieder dabei. Auf den trifft nämlich Peter Parker. Und wenn wir natürlich jetzt im MCU-Universum alles durchkauen, Captain Marvel hatte ja auf der Cine Europe ihren ersten Teaser-Trailer. Es soll wohl angeblich ganz gut gewesen sein. Wann dieser aber erscheint, das weiß man auch nicht. Also angeblich war ja letztes Jahr Juni 2000 der Black Panther Release gewesen. Dann denke ich mal, das wird auch schon in diesem Monat vielleicht rauskommen. Wenn da was kommt, auch von Disney, weil ich kriege ja mal Pressepost von Disney, dann werde ich euch das wirklich nochmal sagen. Oder bei Instagram, guckt da mal alles rein. Schaut da wirklich vorbei. Angeblich soll der wirklich gut sein. Und wie ihr wisst ja, der kommt ja nächstes Jahr raus. Der Captain Marvel Film. Ja, und lasst euch echt nicht verarschen, ne? Immer dieser Clickbait-Krams, der bringt einfach den Leuten einfach nichts, ne? Und ja, also ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Es war nur ein kurzer Einblick, mal überhaupt das Thema zu sagen, dass es nämlich noch kein Avengers 4 Teaser-Trailer gibt. Es gibt einen Captain Marvel-Trailer, das stimmt. Aber man hat sie noch nicht gesehen. Es gibt halt tiefe Einblicke, haben die Leute gesehen. Das sind aber wahrscheinlich nur Fotos oder mal ein kleiner Clip, sag ich mal, was die Leute vielleicht gesehen haben. Und es gibt natürlich neue Set-Fotos halt zu Spider-Man 2. Ja, und es gibt natürlich auch so ein paar andere Sachen. Aber ich werde wahrscheinlich mal wieder ein News-Video machen in der nächsten Zeit, wo es auch über das neue Spider-Man-Universe ein bisschen geht und so weiter. Und ja,
Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen, hat euch mal wieder ein bisschen Infostand wiedergegeben. Und auch so demnächst, wie gesagt, kommen dann halt Theorien, Fakten, Videos nochmal über das MCU. Wird auch mal was über DC machen und zuerst und so weiter, den zweiten Teil. Also seid gespannt, ne, da wird noch einiges kommen. Nächsten Freitag werde ich versuchen, das Gewinnspiel auszulosen zu den 1000 Abos. Danach kommt dann wieder eine geile Kooperation mit Panini. Seid gespannt, hier wird's weitergehen. Und dann lasst ein Abo da, ne? Bis dann und ciao und bam!